Ja, hallo meine Lieben. Hier muss ich jetzt leider den Ton wegmachen vom Originalfilm, weil sie haben mir das Video gesperrt, weil die Musik wohl urheberrechtlich geschützt ist. Dann müssen wir einfach so weiter gucken. Also wir sind bei den Nachbarn und die feiern da irgendwie den Tod von irgendjemand, wo schon länger tot ist, auch länger wie diese 100 Tage, wie ich gestern gesagt habe. Ja, und es gibt hier viel zu sehen, viel zu essen und vor allen Dingen sehr laute Musik. Aber wie gesagt, die ist urheberrechtlich geschützt. Und wir fahren jetzt auch gleich raus auf die Farm, weil wir dort das ausmessen, wo genau das Haus hinkommt. Ja, schaut einfach noch ein bisschen, wenn man sich das alte Haus da anguckt, das so hässlich ist, schön geschmückt alles. Die haben jetzt tagelang schon aufgebaut, die Straße ist gesperrt, man muss entweder von unten oder oben kommen, aber das ist egal, da stört sich niemand dran. Ja, das alte hässliche Haus, wunderschön geschmückt. Wir trinken noch was und dann fahren wir raus auf die Farm. Da müssen wir dann noch mal den Platz ausmessen. So, jetzt sind wir draußen auf unserem Grundstück. Da steht immer noch Wasser. Hier sind die Pfähle, die sie gestern abgelegt haben. Ja, da haben sie ein paar spitze Pfähle geschlagen. Das ist bestimmt gleich für die Markierung vom Haus. Was ist noch gekommen? Holz, Schaltafeln, Eisen, Zement, Blechdach. Ich denke mal, dann werden die wohl ihr Domizil aufbauen, wo sie schlafen. Denn da, wo sie arbeiten, schlafen die auch. Oft sind die mit der ganzen Familie hier. Die Kinder tanzen dann rum. Bei uns unvorstellbar. Was heißt bei uns? Ich bin hier bei uns. So, der Tank kann jetzt auch noch mal voll werden. Die hatten die Sicherung rausgemacht. Die Sicherung ist in meinen Augen dafür da, die springt raus, wenn was passiert. Aber die Thais müssen immer alle Stecker ziehen, Sicherung rausmachen. Das geht mir so auf den Sack. Ah ja, es ist heiß. So, der erste Pfosten ist gesetzt. Von hinten von der Mauer. Ja. Das sieht immer so klein aus, wenn die ersten Pfosten sitzen. Aber das ist nachher groß. Das Haus ist 13 mal 13 Meter ungefähr. Und bis vorne hin, Moment, ich frage mal nach. Also von der Terrasse am Schlafzimmer hier vorne. Ich weiß nicht, ob ihr den Pfosten sehen könnt. Bis zum Eingangsbereich sind es dann nochmal 22 Meter. Hinterm Haus sind 7 Meter hier hinten. Also Platz satt. Und hier sind es, habe ich schon wieder vergessen, aber auch 22 Meter waren es ja. Ja, er kommt immer zu mir, kommt riechen, jault dann, dass ich wieder da bin. Und sein Herrchen hat ihn gerufen, er ist gar nicht hin, obwohl der das Fressen dabei hatte. Naja, es freut mich so richtig. Ne? Ja, es tut sich was. Die Nächsten sind gekommen. Ich gehe mal weiter nach vorne und berichte euch weiter. Ja, die Nächsten, die gerade gekommen sind, machen jetzt erstmal Mittag. Unter einem schattigen Plätzchen. Ja, hier geht's ganz schön los.